Grüß Gott. Und herzlich willkommen zur bereits Folge vom Flaschendreh. Es ist, muss zweistellig sein, weil uns gehen die Finger aus, gell? Genau. Also, ich habe noch alle Zähne, aber. Ja. Zum Zählen. Genau. Ja, April, der macht, was er will. Das haben wir uns zum Motto genommen für die heutige Folge. Wir machen auch, was wir wollen. Und was wir Ihnen heute zeigen, sind vor allem Winzer, die machen, was sie wollen. Ja? Die gegen den Strom schwimmen, die Dinge mal anders probieren, die sie auf gut steirisch nichts scheißen. Hm? Und einer von den Nix-Scheißern steht schon da. Wer ist das? Das ist unser erster ausländischer Wein. Ja, genau. Oh, hey. Premiere, ja. Premiere. Und noch dazu ein Gast aus dem Bordeaux. Genau, ein Gast aus dem Bordeaux. Also. Der Herr Tournevin. Ja, jeder von Ihnen kennt ihn. Vom Chateau Val d'Or. Also so bekannt ist und genau. Doch wieder noch nicht. Weil es ist ja so ein Garagenweingut, genau, was man eh nicht kriegt und zahlen will. Ja. Er ist der böse Bube in Bordeaux und hat deshalb einen seiner Weine Bad Boy genannt. Es gibt auch ein Bad Girl, vielleicht machen wir das Bad Girl. Ja, genau. Irgendwann anders. Girl, ja. Jetzt einmal zum Bad Boy aus dem Bordeaux. Das ist Merlot und Cabernet Franc, soviel ich weiß. Also jetzt nichts ganz Untypisches. Nichts Untypisches fürs Bordeaux. Ja. Wir haben vorher aviniert. Du auch rechts. Ich auch rechts. Bitte. So. Bevor wir uns dem bösen Buben widmen und ihm mal hinter die Ohren schauen, schauen wir mal die Farbe an. Test. Gut, bestanden. Gut, so. Zuvor willst du sagen, fürs Bordeaux fast ein bisschen farblos, aber... Naja, farblos nicht. Also, er wirkt schon leicht angereift, witzigerweise. 2007 haben wir verkostet übrigens. Genau, 2007. Hat schon das Violette hinter sich, schon so ein Kaminrot. Ja, genau. Prost. Ja, genau. Schauen wir mal, was die Nase meint. Ja. Also böse riechen tut er nicht. Nein, also. Eher brav. Ich habe dem mal ein paar Stunden Luft gegeben. Am Anfang habe ich mir gedacht, der ist ein bisschen animalisch. Das habe ich jetzt überhaupt nicht. Die Sau hat er rausgelassen. Vielleicht ein bisschen pflaumig, oder? Ja, nicht Pflaume, das ist nicht so schlecht. Also ja. Zwetschgen. Ne? Ja, was sie rauskommen, wenn ein Belgier in Bordeaux Wein macht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Also, Phytanin. Ja, Phytanin, ein bisschen Säure, aber eine Restpflaume und dann sind wir schon fertig. Vermutlich soll der reißerische Name und das hübsch gezeichnete Etikett ein bisschen vom Inhalt ablenken. Also, muss man jetzt sagen, für den ersten nicht österreichischen Gast und der dann noch dazu mehr oder minder ein Franzose ist, also zumindest ein belgischer Franzose, muss man jetzt sagen, es ist ein bisschen ein schwacher erster Auftritt der restlichen Weinwelt in diesem Format. Ja. Das ist aber jetzt kein Bringer. Es ist jetzt nicht schlecht, aber das ist kein Bringer. Was kostet das Ding eigentlich? Ja, zwischen 15 und 20 Euro findet man das Ganze. Also schon Geld. Also, ich würde da mal gleich Wertung abgeben. So 86 Punkte. Okay, ja, gut, sehr guter Wein. Aber also bei der Prüfnummernvergabe AF ohne Fehler, also ist ja nichts falsch, aber, ja. besonders ist das nicht. Ne? Aber jetzt möchte man sich auf den Namen nochmal aufmerksam machen und auf das Bütel. Das führt uns nämlich April genau. Zum zweiten Wein. Aha. Es sind in diesem Fall nicht ein Bad Boy, sondern drei Bad Boys. Aha. Auch manchmal schwarze Schafe. Tada. Und wir sind wieder zurück im Burgenland. Genau. Also Weinland Österreich, du hast uns wieder. Ja. Schraubverschluss, da hat man einen Korken gehabt. Ja. Aber er hat nicht gehorkt. Genau. Nicht, wie schon. Jetzt sind wir wieder im Fasching angelangt. Gerade erst den Aschermittwoch mit Heringsschmaus verbracht und jetzt sind wir schon wieder im Fasching zurück. Genau. Passt eigentlich zum 1. April, gell? Ja. Jetzt verstehen Sie auch das Konzept der Folge. Dieser Wein hat eine Geschichte. Sie sehen hier den Wolf, den Bärwolf in den Grubzler rein.
dann sehen Sie hier den Mann mit dem Schurz, der so gerne Schublattelt, den Willi Schlögl. Dieser werte Herr, der Herr Gesellmann, Hans Martin. Die drei sind hergegangen und, also die zwei sind hergegangen und haben mit dem Wolf gesagt, wahrscheinlich in einer sehr lustigen oder mehreren sehr lustigen Nächten, wie ich die drei kenne, machen wir gemeinsam einen Wein. Und wie es der Zufall so will, hat der Herr Krutzler die Lage Fasching neu bepflanzt. Und die drei sind hergegangen und haben angefangen mit der Jungfernernte einen Blaufränkisch auf der Lage Fasching zu keltern. Genau, schön keltern, schon lange nicht mehr gehört. Ja, ein super Wort, wird nie verwendet. Was da rausgekommen ist, werden wir jetzt schnell mal verkosten. Ha? Genau, wir schauen uns das jetzt an. Ein bisschen im Vergleich zum bösen Buben aus dem Bordeaux dann im Nachhinein noch. Ja. Schraubverschluss. Genau, Schraubverschluss gegen Kork hätten wir. Wer glaubt, der schraubt. Ja, genau. Wir machen, bevor wir was Farbtest. Glauben, einen Farbtest. Bestanden. Glauben, den haben wir bestanden. So, jetzt schauen wir, was es sonst noch zu glauben gibt. Was wir gleich mal sehen gegen das Bordeaux. Das Bordeaux ist schon eher bräunlich. Hm? Der ist noch satt violett. Ein ja. Jungspund, was auch das Jahr 2009 genau. Im Opfer langen muss. Also, dichte Farbe, schön, leicht, ja. Also violett. Ja, ordentlich. Kosten wir mal, oder? Genau. Boom. Mhm, die dunkle Seite der Macht, hätte man gesagt, ne? Eher. Darth Vader. Ja, genau. Ja. Wer? Wo ist die Prinzessin Leia? Ja, genau. Ich bin nicht dein Vater. Na, also von dem wäre durchaus gern der Vater. Alles da, zumindest in der Nase. Dunkle Frucht, sehr, sehr direkt. Franke ist halt die Supernase. Na, aber bei dem Wein ist es nicht so schwer. Der ist einfach sehr, sehr ausdrucksstark, würde ich jetzt mal sagen. Bisschen Holz noch in der Nase. Ja. Der Verhaben 2009 ist ja gerade erst aus dem Fass gesprungen. Genau. Jetzt schauen wir, ob das auf den Gaumen einspringt. Passt. Prost. Meine Herren, Jungfernernte, alle Achtung. Ja. Also, ist doch deppert. Hätte ich ihn auch, würde ich sagen, gut ab. Alles da, was ein großer Wein braucht. Und auch die 14 PS am Rückenetikett, die ihm. Die wird er schon haben, gell? Die, ja, die hat er sicher. die er auch braucht, um ein guter, lagerfähiger Wein zu sein. Also, da kann. Eine der nächsten Folgen muss ein großer Wein viel Alkohol haben. Wir werden Beispiele suchen. Ja, genau, wir werden es anschauen. Aber der hat 14 Alkohol, das schmeckt man nicht. Die sind eingebunden. Super schönes Tannin. Ein wenig viel Holz jetzt noch. Mein Gott, das ist ja ein junger Bub. Das ist ein junger Bub, ein paar Jahre und die sind ab. Auch sehr abgebuffert. Eine sehr schöne dunkle Frucht, die setzt sich gut aus der Nase durch. Eine gute Säure. Also das Säurefrucht-Tannin-Spiel. Ausgewogen, oder? Kein Wein für Anfänger. Vermutlich nicht. Ne? Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, wo der Wein sich auf der Preisrange bewegt. Weil das muss man auch der Fairness halber sagen. 50 Euro. Wir würden es durchaus empfehlen. Es ist schon spannend. Nur wie gesagt, für den Einstiegswein vielleicht gar ein bisschen mächtig dann. In Summe kann man sagen, er wird sich gegen die Großen des Weinlandes Österreich noch beweisen müssen. Gegenwärtig würde man vermuten, dass er das schon können wird. Viel mehr können wir jetzt wahrscheinlich nicht dazu sagen, außer uns schmeckt. Also ich finde fantastisch für Jungfernernte. Da ist enorm viel Potenzial drin für die Zukunft. Ich hoffe, der Lebens noch, dass wir in 30 Jahren aus der Lage Fasching was kosten. Das wird dann großes, ganz, ganz großes Kino. Wer den Wein von Ihnen jetzt kosten will, ohne dass er ihn kauft, also im Gebinde kauft, der, ich glaube, Pat Clement hat auf der Karten sogar Kim Kocht. Oh. Also eigentlich die ganze österreichische Spitzengastronomie. Die Burschen verstehen ihr Handwerk. Sozusagen, ja.
Sie können Wein machen, sie können Wein verkaufen. Tun wir noch ganz schnell werten, hätte ich gesagt. Ah, Entschuldigung. Ja, also der Bad Boy, mehr wie 86, spendet ihn. Ja, da habe ich jetzt 85, ja? 86. Umgeschaut, 93. Ja, machen wir 92, den Rest schleift die Statistik. Passt. In diesem Sinn, vielleicht haben wir wieder ein paar Tipps geben können für den wechselhaften April. Prost. Prost.